Ja, hallo, moin moin. Ja, der Urlaub ist ja nun beendet, unser Urlaub von der Rente. Die Videos habt ihr ja gesehen. Und es geht natürlich auch normal weiter. Heute widmen wir uns mal den Videokameras, die ich hier zur Überwachung hier installiert habe. Es sind ja noch nicht allzu viele, ich bin ja immer noch am Testen. Ich habe ja welche von Starcam. Ja, zwei habe ich davon im Einsatz. Hat viele, viele Vorteile, aber auch einen gravierenden Nachteil. Und zwar, man kann da ja einzelne Sequenzen abspeichern auf SD-Karten, die man da, oder Micro-SD-Karten, die man da einbauen kann, oder auch in so einer kleinen Cloud da irgendwo, weiß der Geier, wo die ist. Ja, 3 Tage so rückwirkend ist immer kostenlos, aber auch nur eine begrenzte Anzahl an so Abspeichervorgängen von einzelnen Videosequenzen. Ja, man kann aber auch so eine Pakete ordern für $25 oder für $50. Das ist dann mal für ein Jahr. Und dann kann man das da in der Cloud abspeichern, entweder für 15 oder für 30 Tage. Ja, hat aber auch wieder nur einen Nachteil, weil das gilt nämlich immer nur pro Kamera und nicht pro Account. Also wenn ich hier jetzt so einen Account habe mit 5 Kameras und wenn da schon 250, nee, das wären schon 10 Kameras, ne? $125 für 14-tägige Speicherung. Ja, sehe ich jetzt nicht so ganz sinnvoll, weil wenn wirklich was passiert, dann ruft man das vielleicht gleich den nächsten Tag da ab. Ja, und die sind ja schon kostenlos da drinnen. Ja, jetzt habe ich auch in letzter Zeit bemerkt, dass nun viele Aufnahmen dann so gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Und ja, darum rüste ich jetzt die Kameras hier auch mit so einem Micro-SD-Karten aus. Eine habe ich ja schon und das funktioniert auch sehr gut. Da ordentliche Speicherkapazität von 32 GB. Da passt einiges drauf. Ja, dann kann man es immer wieder angucken. Man kann es auch aufs Handy runterladen. Das geht sehr gut. Das habe ich ja während des Urlaubs gesehen. Ja, heute widmen wir uns mal die zweite Kamera, die ich davon habe. Die habe ich gerade abgebaut. Und jetzt bauen wir da diese kleine SD oder Micro-SD-Karte ein. Ja, hier ist eine von den Kameras von Starcam. Modell weiß ich jetzt zwar nicht, kann man ja nachher nochmal drauf eingehen. Ja, um da eine kleine Micro-SD-Karte einzubauen, ist hier unten so ein kleiner Deckel. Den muss man abschrauben und da kann man die dann einschieben. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir den kleinen Deckel abkriegen. Ist nämlich alles sehr filigran hier. Und dass wir die Kamera auch heile wieder zusammenkriegen. So, wollen wir mal gucken. Da lagen ja zwei kleine Schraubentrecker bei. Vorsichtig, diese kleinen. Ja, das Beste ist das allerdings auch nicht. Da hat man ja Ersatz. Muss man sehr kleine. Ich weiß gar nicht, warum sie die da beigelegt haben. Die passen auch gar nicht richtig. Die hätten ruhig noch kleiner sein können. Vielleicht mal 3 mm lang, die kleinen Dinger. Die ganze Platine mit der Kamera und alles, das ist nämlich in diesem beweglichen Teil hier drin. Kleine Gummidichtung unten drunter. Ja, da kann man auch schon sehen, wo die Karte hinkommt. Darf man natürlich nicht fallen lassen da hinten rein, denn ist nämlich Feierabend. So, hier ist die kleine SD-Karte. Klasse 10 Karte. Man soll mindestens Klasse 4 Karten einbauen. Ich habe schon mal mit einer 4er Klasse, die ist schon ein bisschen älterer, mit 2 GB mal probiert, aber das haut dann nicht hin.
Aber dank eines reichlichen Fundus, wie ich ja nun habe, ist das kein Problem. Ich denke mal, die muss so rum rein. Das Ding nach oben. Schnipp, schnipp, eingerastet. Das ist ja schon sehr gut. Kleiner Deckel wieder rauf. So. Die kleinen Mikroschräubchen wieder anbauen. Ist wieder gerade, damit sich das wieder in den alten Gewinde wieder reinschnibbelt. Ja, dass diese 25 Dollar für 14-tägige Speicherung, es war denn ein Jahr lang, aber eben nur für jeweils eine Kamera. Und wenn nachher vielleicht 4 Stück davon hast, dann sind das schon 100 Dollar. Und wenn es noch nicht mal richtig funktioniert, dann willst du irgendwelche Dateien abrufen. Und dann steht da immer, die Datei steht nicht mehr zur Verfügung. Ja, das ist natürlich dann, wenn man Geld für bezahlt, für so einen Cloud-Service dann nicht gerade vorteilhaft. Darum kommen jetzt hier SD-Karten rein. Ja, gerade die Kameras haben einen tollen Vorteil, nämlich da ist ein dicker eingebauter Akku hinten drin, der tagsüber immer über eine Solarzelle wieder aufgeladen wird, sodass die Kamera völlig autark ist von irgendwelchen Netzstrom. Man muss ja auch kein Kabel langziehen, dann geht alles über WLAN. Das habe ich ja drinnen schon ordentlich ausgebaut im Haus. Also ich habe auf den gesamten 4000 Quadratmeter hier guten WLAN-Empfang. Von vorne bis zur Straße bis hinten zum Tümpel. Ja, jetzt bauen wir die Kamera wieder an und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, noch ein bisschen was zu der Kamera selber. Also die Kamera ist ja von der Firma Starcam und das ist das Modell CB69-TZ. Ja, wie gesagt, da muss man keine extra Stromversorgung hinlegen. Die hat da einen dicken Akku drin und eine Solarzelle liegt auch dabei. Also im Schatten einbauen, so irgendwo, ist das denn nicht für geeignet? Oder man muss irgendwie so ein Verlängerungskabel nehmen. Das muss man dann mal schauen. Ja, ich habe jetzt hier die 2 Stück im Einsatz und man kann sagen, die Batterie ist eigentlich immer voll. Man kann da ja auch verschiedene Modis einstellen und ja, die Stromaufnahme eben, wie er überwachen soll, nur tagsüber oder eben nur nachts oder den ganzen Tag. Was gut ist, was ich an der Kamera gut finde, ist, dass sie so eine Verfolgung hat. Wenn die also einmal was erspäht hat, was sich bewegt, dann folgt die Kamera, ist ja nun beweglich. Und die folgt denn dem Objekt. Da, das finde ich auch sehr gut, sodass man einen schönen großen ja, Umkreis mit einer Kamera abdecken kann. Ja, es gibt ja auch so stationäre einzelne Kameras, die sind so starr, wenn man was Bestimmtes überwachen will. Aber ich habe das gerne so ein bisschen mehr großräumig. Ja, dann gibt es da auch noch so einen Vorteil. Man kriegt von der Firma auch so einen Aufnahmerekorder, den schließt man wohl am Router an. Ja, und der zieht dann sich die ganzen Kameras, die im eigenen Netzwerk sind, da rein. Und dann kann man es auch mit einem normalen PC überwachen. Man kann dann auch, ja, dafür ist das Ding dann auch da, wie so ein Aufnahmerekorder. Dann speichert man da alles auf einer Festplatte ab. Ja, diese Aufnahmerekorder, die gibt es das schon so mit verschiedenen Festplatten oder eben ohne Festplatte. Ich denke mal, da kommen diese dicken 3,5 Zoll Festplatten noch rein. Ja, die sind ja auch relativ günstig geworden mit großen Kapazitäten.
Ja, 4, 6 Gigabyte gibt es ja alles. Ja, wenn man es will, vielleicht mache ich das auch noch, weiß ich nicht. Ich muss mal sehen. Also bis jetzt habe ich zwei im Einsatz und bin so im Großen und Ganzen damit zufrieden. Vor allem dieses ganze Einstellkram, was man damit machen kann, das finde ich da schon ganz gut. Ja, er lädt hier gerade so einen kleinen Videoclip runter, den ich gemacht habe. Kann man auch machen von der SD-Karte oder von der Cloud, kann man so kleine Clips aufs Handy aufladen und dann kann man es ja weiterverarbeiten. Ja, das ist so mein kleiner Test mit der Kamera. Ja, also ich bin damit jetzt so zufrieden mit SD-Karten, also Micro-SD-Karten sind da drin, keine SD-Karten, Micro-SD-Karten. Ja, aber nicht der Klasse 4, wie da eben draufsteht, ab Klasse 4. Ja, also ich habe jetzt Klasse 10 Karten drin, die vorher auch so in Handys und anderen Sachen ihren Dienst getan haben. Ja, im Moment, ja, habe ich die in den Kameras drin. Ja, eigentlich will ich so nachher so im Endeffekt mindestens 4 bis maximal 5 Kameras installiert haben. Kann man alles schön mit der App dann überwachen. Es gibt auch so ein Programm für einen Computer, aber das finde ich nicht so pralle. Ja, mit Handy haut das sehr gut hin und das hat man ja quasi immer dabei. Ja, das wollte ich euch heute mal kundtun, was hier so in puncto Überwachungskamera läuft. Die Dinger sind auch schön wasserdicht. Die eine habe ich ein bisschen so versteckt, so halb unter so einem kleinen Blechdach gemacht. Die ist so im Trocknen. Aber die andere, die ist jetzt schon, das war die erste, die ich gekauft habe. Mindestens ja, ein halbes Jahr ist sie schon im Einsatz bei Sturm und Regen und Sonne. Und selbst bei über 40 Grad in der knallenden Sonne hat die gut ihren Dienst verrichtet, hat nicht irgendwie mal abgeschaltet. Natürlich kann man noch ein kleines Dach oben drüber bauen, das werde ich dann auch noch machen. Die ist auch noch nicht so ganz an der Endposition, wo ich so haben will. Ich überlege da immer noch, wo ich die so genau anbringe. Also eine ist jetzt hier fest, hier bei der Garage. Der andere ist mehr so vorne in der Ecke. Aber dank des großen Schwenkbereichs kann man damit ja einen guten Bereich überwachen. Ja, das soll es auch mit diesem kleinen Video gewesen sein. Also gut mit Micro-SD-Karte nachrüstbar. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ach ja, kosten tut die Kamera ungefähr bei Lazada habe ich die gekauft, so 1500 bis 1600 Baht das Stück. Ja, je nachdem, je nach Anbieter oder nach Tageszeit muss man so ein bisschen gucken. Dann kriegt man die so ein bisschen günstiger. Ja, jetzt ist aber auch Ende hier. Also eine Empfehlung. Ich bin immer vorsichtig mit Empfehlungen. Für mich ist die ganz gut. Und ein anderer kauft die sich dann vielleicht, ach, um Gottes Willen, das ist der größte Scheiß, was hast du da denn empfohlen? Darum gebe ich keine Empfehlung ab. Ich bin mit zufrieden. Ob ein anderer mit zufrieden ist, also muss jeder für sich selbst rausfinden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Habt nette Leute um euch rum, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.